Schwabe im Weltall. Hallo zusammen. Ich begrüße euch aus dem Universum. Ja, ihr habt neulich ein Video mit Star Citizen gedreht, mit diesem schönen Titel Schwaben im Weltraum. Und da kam doch jemand auf die grandiose Idee, ich könnte da eine Serie draus machen. Und dann dachte ich, ja, wieso soll ich denn die Serie auf Star Citizen beschränken? Da geht doch alles, was mit Weltraum zu tun hat. Deswegen zeige ich euch heute mal in Space Engineers, wie mir Schwabe überhaupt anfangen wollen, das Weltall zu erobern. Wie ihr seht, wir sind ja auf einem Asteroid. Und wir müssen hier ja Ressourcen abbauen. Jetzt habe ich mir überlegt, wie kann ein Schwabe am besten Ressourcen von einem Asteroid abbauen? Jetzt sind ja Schwaben genial. Nehmen wir mal zum Beispiel die Relativitätstheorie von Albert Einstein. Der war ja Schwabe, gebürtig aus Ulm. Auf dieser Relativitätstheorie basiert ja unsere heutige komplette Technologie. Vom Teilchenbeschleuniger im Kern bis hin zum Bleistiftspitzen. Nichts geht ohne Relativitätstheorie. Jetzt dachte ich mir, mir Schwabe habe doch noch viel mehr erfunden. Was könnte ich dir da jetzt verwenden, um hier Ressourcen abzubauen auf diesem Asteroid? Da hatte ich eine geniale Idee und die will ich euch jetzt mal zeigen. So, jetzt schalte ich wieder auf die First-Person-Kamera. Und hier seht ihr mein mächtiges Raumschiff. Mit diesem gigantischen Raumschiff, das hier meine Frames in die Knie zieht, habe ich vor, diesen Asteroid wieder zum Hobeln. Das Prinzip ist ganz einfach. Ich habe hier eine ganze Menge Bohrer dran. Das funktioniert so, wie man das von einem schwäbischen Spätzlehobel kennt. Und jetzt wollte ich die Maschine mal aktivieren. Ich habe hier ein gigantisch schönes Cockpit mit Aussicht, viele Fenster. Und hier drüber ein schöner Hangar, da können wir mal reingehen. Dann zeige ich euch auch mal das Schiff von innen. Das hat nämlich nicht nur Bohrer. Ich habe nämlich sofort Verarbeitungsanlage mit reinbaut. Und hier seht ihr jetzt eine richtige Batterie von Raffinerien. Die verarbeitet diese geschürften Erze direkt zu Materialien, die man verwenden kann. Natürlich müssen diese Materialien auch irgendwo gelagert werden. Dann dachte ich mir, so ein Asteroid ist ja sehr groß. Also habe ich mir hier einen Frachtraum gebaut. Mit einer riesen Menge an Containern. Da oben seht ihr das Förderbandsystem, das das komplette Schiff verbindet. Und jetzt werde ich mich auf den langen Weg zur Brücke begeben und mal dieses Ding aktivieren. Und hoffe, dass mein Rechner dabei nicht abstürzt. Aber ihr habt das schon mal testet, ihr habt es vielleicht gesehen, der Asteroid, der ist schon ein bisschen angekratzt. Also normal sollte es gehen. Hier sind wir jetzt auf der Kommandobrücke. Hier seht ihr mächtige Triebwerke, den muss ich noch ein bisschen verkleiden, sieht noch nicht so toll aus. Aber ist zweckmäßig, funktioniert. So, dann gehen wir gleich mal in den Pilotensitz. Sehen wir das Raumschiff mal von außen. Wie ihr seht, ich bedecke hier so fast den kompletten Asteroid. Dass ich nicht diese 3000 Bohrer oder was das sind einzeln anmachen muss, habe ich die schön gruppiert. Das geht ja inzwischen. Hier, wenn man hier sieht, die sind durchnummeriert. Und wenn ich da runter scroll, seht ihr die Zahl ansteige bis? Ja. Fast 2000 Bohrer.
die ich jetzt aktivieren werde. Jetzt laufe die und jetzt werde ich mal mein Schiff langsam absenken. Jetzt mache ich mal das Interface an und ihr seht, ich habe gerade einen Energieverbrauch von 17%. Also ich habe noch genug Power übrig. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viele Reaktoren einbaut, 1,2 Gigawatt Output. Das Schiff wiegt 26.000 Tonnen. Ja, ich habe vorher noch die Triebwerke ein bisschen aufgepimpt, also mehr anbaut, die war ein bisschen zu schwach. Ja, und jetzt wollte ich hier mal diesen Asteroid runterschürfen. Ich werde das ein bisschen zusammenschneiden, da das wahrscheinlich recht lang dauert. Ja, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt melde ich mich wieder zurück. Ich habe hier jetzt mal aufgehört mit Bohren. Jetzt schauen wir uns die Sache mal an. Ich habe auch gesehen, dieses Schiff ist ein bisschen übertrieben vielleicht. Zu viele Bohren. Ein bisschen weniger hätte es auch getan. Also meine Frames, die gingen runter. Ich habe zwar keine Anzeige, aber man konnte sie von Hand mitzählen. Vielleicht mache ich demnächst mal eine bisschen praktikablere Version von diesem Schiff. Eine kleinere. Weil das Schiff hier, wie ihr sicher schon denkt, ist im Kreativmodus gemacht, im Survival-Modus, wo man die Ressource von Hand schürfen muss. Ja, da wird es ewig so ein Teil zum Bauen. So, jetzt schauen wir uns mal die Fläche an, die mir hier erzeugt wird. Ich schalte mal mein Licht an. Ja, wenn man ein bisschen nacharbeitet, dann kriegen wir hier eine schön gerade Fläche hin. Und darauf könnten wir auch eine Basis bauen. Aber wie das aussieht, ist hier gerade Platin oder sowas. Das lohnt sich doch abzubauen. Wobei natürlich eine Basis mit Platinbode auch was für sich hat. Jetzt schauen wir mal, jetzt nehme ich den Bau in die Hand und sehe nämlich, was wir hier haben. Auch Silizium. Hier ist Eisen. Ja, dann dürfte mir doch in diesem Schiff jetzt einige Materialien haben und schon mal gut losbauen können. Natürlich mache ich diese Materialien jetzt in diesem Kreativmodus nicht viel Sinn, da kann ich ja einfach alles so setzen, wie ich das will. Ja, und mit dem Blick auf das Cockpit wollte ich mich jetzt mal für heute verabschieden und
Ich halte euch auf dem Laufenden mit dem schwäbischen Weltraumeroberungsprogramm. Ich glaube, das wird sehr interessant. Dann auf Wiedersehen.